Grüezi miteinander. Mein Name ist Toni Habermacher. Ich bin Tourguide beim Flughafen Zürich und habe meine ganze Arbeitszeit, Lebensarbeitszeit eigentlich am Flughafen verbracht. Ich habe 35 Jahre bei Skyguide in der Flugsicherung gearbeitet. Ich bringe euch ein bisschen näher, was im Tower, im Turm passiert. Der Turm ist ja eigentlich ein markantes Gebäude, wo man immer sieht, wenn man einen Flughafen sich nähert. Wieso muss der so hoch sein? Das ist so, in dem Tower arbeiten ja Fluglotsinnen, Fluglotsen oder Flugverkehrsleiterinnen, Flugverkehrsleiter auf Deutsch. Und die müssen eigentlich einen kompletten Überblick haben über die Situation, was auf dem Flughafen passiert, um den Pilot können möglichst gut zu unterstützen, wenn er sich im Boden nähert oder vom Boden weggeht. Der Tower Zürich ist ca. 42 Meter hoch, 1986 ist er eröffnet worden. Wenn ihr ein Bild anschaut vom Zürich Turm, hat es zwei Kanzeln. Das ist ein bisschen speziell in Zürich. Wir haben also zwei Firmen, eigentlich, die Flugsicherung machen. Also wir fangen bei den oberen Kanzeln an, bei der Skyguide, im Skyguide Tower. Dort haben wir 4 bis 5 Arbeitsplätze. Wir haben einen Tower-Controller, der alle Bewegungen auf der Piste und in seinem näheren Umfeld muss im Kopf haben. Neben ihm sitzt ein sogenannter Ground- oder Bodencontroller, der die Rollbewegungen über die Piste von Fahrzeugen, von Mitarbeitern muss im Griff haben und koordinieren. Die arbeiten eng zusammen. Dann haben wir eine dritte Position im Tower, das ist der Delivery- oder Freigabekontroller, der im Pilot schaut, ob er den Flugplan ausgefüllt hat, ob das alles stimmt. Und er gibt dann im Pilot eigentlich einen Freigabe für die ganze Strecke, zum Beispiel von Zürich nach Barcelona. In der unteren Kanzel, bei der Zürich Flughafen AG, arbeiten sogenannte Vorfeld- oder Apron-Controller. Die koordinieren all die Rollbewegungen, die stattfinden an einem Flughafen, damit die Flüger dann nicht in die Quere kommen. Zugleich hat es natürlich immer einen Supervisor oder einen Dienstchef, der das Ganze nach außen dann auch kann kommunizieren oder Telefon kann abnehmen. Wie tun die Verkehrsleiter kommunizieren? Das passiert via Sprechfunk. Sprechfunk ist immer noch eine relativ alte Technik, aber sie ist effizient, kurz und bündig. Dann hat jeder Controller oder Flugverkehrsleiter natürlich Bildschirm vor sich mit allen Informationen. Weil das Wichtigste, was der Pilot wissen will, ist zum Beispiel der Wind, Pistensichtweite, wie es die Bedingungen bei starkem Sturm und so weiter. Er muss aktuelle Informationen haben. Das ist etwas vom Wichtigsten, was ein Tower oder der Controller im Tower muss können, den Piloten liefern. Auch Frachtflüger sind mit dem Tower in Kontakt, brauchen eine Bewilligung. Und wieso Fracht wichtig ist, das gehört ihr in der nächsten Serie.